Die Kunstflugstaffel der United Navy, die Blue Angels, ehren die Arbeiter im Gesundheitswesen mit Überflügen. Hier in Houston im US-Bundesstaat Texas. Im Weißen Haus ruderte US-Präsident Donald Trump wieder zurück und will nun doch an der Arbeitsgruppe zur Corona-Krise festhalten. Ich hatte bis gestern keine Ahnung, wie beliebt die Taskforce ist. Als ich eine Auflösung ins Spiel gebracht habe, bekam ich Anrufe von sehr angesehenen Leuten, die sagten, es wäre besser, an der Arbeitsgruppe festzuhalten. Sie macht gute Arbeit und ist in der Öffentlichkeit geschätzt. Die USA sind mit mehr als 73.000 Toten das am härtesten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Trump beschreibt sie als den schlimmsten Angriff, den es je auf die Vereinigten Staaten gab. Es ist schlimmer als Pearl Harbor, es ist schlimmer als das World Trade Center. Trump warf China erneut vor, das Coronavirus nicht an seinem Ursprung in Wuhan eingedämmt zu haben. Es gäbe außerdem signifikante Belege dafür, dass ein Labor in Wuhan der Ausgangsort für die Pandemie sei. Die meisten Wissenschaftler glauben allerdings, dass es einen natürlichen Ursprung hat. Kritiker werfen Trump vor, in der Corona-Krise Sündenböcke zu suchen, um von eigenen Versäumnissen beim Kampf gegen das Virus in den USA abzulenken.